Die neue Tradingsteuer wurde tatsächlich im Bundesrat beschlossen im Rahmen der Jahressteuergesetzesänderung. Welche Änderungen es gibt und was wir jetzt tun können, das erfährst du jetzt. Zunächst einmal, ich bin kein Steuerberater und kein Anwalt und habe damit auch keine Expertise in Steuerrecht. Alles, was ich sage, muss an dieser Stelle nicht richtig sein und stellt nur meine persönliche Meinung dar. Liebe Trader, der Bundesrat hat am letzten Freitag, den 18.12. der Gesetzesvorlage des Bundestages zugestimmt. Ja, dieses besagt, dass statt der ursprünglichen 10.000 Euro Verlustverrechnung nur 20.000 Euro möglich sind. Höhere Verluste sind auf Folgejahre anrechenbar. Habe ich zum Beispiel nächstes Jahr 40.000 Euro Verlust, kann ich nur 20.000 Euro verrechnen und die restlichen dann auf 2022 übertragen. Sollte ich in diesem Jahr dann eben keine Verluste machen, wäre mein voller Verlust damit gegengerechnet. In der Praxis wird es dann aber wahrscheinlich anders aussehen, gerade wenn man mit einem größeren Konto unterwegs ist. Dann wird der Verlustberg jedes Jahr eben höher. Über die verschiedenen Lösungen werde ich später in diesem Video und aber auch in weiteren Videos reden. Meine persönliche Meinung ist, die CDU hat sich wie auch immer von ihrem Koalitionspartner erpressen lassen. Diese neue Steuerregel war für viele und sogar für Politiker hochgradig verfassungswidrig. Und nur weil Lothar Binding und Co. sich auf den kleinstmöglichen Kompromiss geeinigt haben, nämlich die Anhebung von 10.000 auf 20.000 Euro Verlustverrechnung, winken sie es durch, als wäre jetzt irgendwie alles in Ordnung. Es verstößt eindeutig gegen das Nettoprinzip und an der Verfassungswidrigkeit hat sich auch nichts geändert. Wenn der Bundesrat wegen dieser marginalen Anpassung allerdings von extrem bedenklich zu keine Bedenkung umschwenkt, müssen wir diese Entscheidung natürlich akzeptieren. Vorerst zumindest. Wie geht es jetzt weiter? Lass uns mal ganz rational an die Sache rangehen. Was haben wir denn jetzt für Möglichkeiten? Zum einen läuft ja noch die Verfassungsklage gegen dieses Gesetz. Das ist allerdings etwas, was wir nicht wirklich beeinflussen können. Jeder Einzelne kann sich natürlich auch zusätzlich noch an seinen Abgeordneten wenden und versuchen, dagegen anzugehen. Wenn wir allerdings proaktiv eine solide Lösung haben wollen, dann gibt es eigentlich nur zwei Lösungen. Die erste ist, gründe eine Firma, eine Trading-OG oder eine GmbH. Wen dieses Gesetz trifft, der wird wohl auch mit höheren Summen im Geschäft sein. Wer Trading als ein Business betrachtet, reproduzierbare, skalierbare und kalkulierbare Gewinne machen will, der sollte ohnehin überlegen, ein Geschäft daraus zu machen. Es birgt eine Menge Vorteile. Also dann sind wir auch eben keine privaten Zocker mehr, wie Lothar Binding uns liebevoll nennt, sondern eben Unternehmer. Die zweite Möglichkeit ist, auswandern. Ich selber habe mich schon lange vor der Steuer dafür entschieden. Ja, für mich persönlich ist es eben sehr angenehm, denn ich zahle außer Quellensteuer gar keine Steuern. In Thailand sind Einkünfte außerhalb von Thailand eben nicht steuerpflichtig. Wer allerdings weiterhin einen Firmen oder auch einen Wohnsitz in Europa haben möchte, für den bietet auch Zypern eine tolle Lösung. Max hat dazu ein Video gemacht, welches entweder bereits veröffentlicht ist zu diesem Zeitpunkt oder in Kürze passieren wird. Wer als sogenannter digitaler Nomade durch die Welt reisen will, mal hier, mal da, der braucht im Grunde genommen gar keine Firma. Allerdings wird euer Broker eine Meldeadresse fordern. Da kommt dann vielleicht noch Estland ins Spiel. Dort kann man sich zu 100% online eine sogenannte E-Residenz einrichten und auch online eine Firma gründen samt Geschäftskonto. Das Ganze ist auch extrem günstig. Agenturen übernehmen Post, Steuererklärung und alles, was da eben so anfällt, für unter 100 Euro im Monat. Also liebe Trader, es gibt absolut keinen Grund, jetzt das Handtuch zu werfen, nur weil Scholz und Binding das gerne so hätten. Wer positiv denkt, wird eben auch immer eine Lösung finden. Und wenn ihr euch vielleicht in ein paar Jahren zurückerinnert, dann werdet ihr vielleicht sagen, okay, vielen Dank Deutschland für dieses Gesetz. Es hat mein Leben extrem bereichert, weil ich jetzt ein selbstbestimmtes und freies Leben führe, ohne oder zumindest mit deutlich weniger Steuern. Ein typisches Beispiel von Nachteil zum Vorteil machen. Nun würde ich mich natürlich über Kommentare freuen. Was ist eure Meinung oder Lösung? Lasst mir natürlich auch gerne einen Daumen da und vergesst nicht zu abonnieren, falls nicht ohnehin schon geschehen. Kopf hoch, weiter geht's!